Politischer Dreikönigsfrühschoppen. Am Sonntag fand der traditionelle politische Dreikönigsfrühschoppen zum ersten Mal in der Gaststätte Braustübe in Roßlau statt. Die ca. 50 Gäste hatten die Möglichkeit, sich in lockerer Runde über regionale Themen auszutauschen. Da stand zum einen die Frage im Raum, soll Dessau-Roßlau in Bauerstadt umbenannt werden oder regiert das Umweltbundesamt in die Stadt Dessau-Roßlau rein? Moderiert wurde die Veranstaltung vom Oberbürgermeister der Doppelstadt Dessau-Roßlau, Clemens Koschek. So kam auch in diesem Jahr die themenoffene Diskussion bei den Bürgern gut an.